bisschen aus wie ein Hund von vorn. Also er sah von vorn aus wie ein Hund von hinten. Also ein ganz hübsches Tier an für sich. Und schwimmen konnte er also. Der war bestimmt nicht wasserscheu. Der schwamm gleich jeden Morgen als erstes ganz weit raus. Also so weiter konnte, so weit konnte er ja nicht. Aber so im Rahmen seiner Möglichkeiten. Über uns Belgierinnen gibt es jetzt ehrlich gesagt nicht so viele Vorteile, aber wir sind gut im Bett. Wenn wir Sex hatten, rauchen sogar die Nachbarn eine Zigarette danach. Und mit Nachbarn meine ich Holländer. Bei uns lief auch nicht alle paar Minuten im Radio der aktuelle Wetterstand. Die Regenwahrscheinlichkeit, Luftfeuchtigkeit, von wo der Wind weht. Guck ruhig, hatten wir nicht. Gut, dafür hatten wir Fenster. Da hast du rausgeguckt, da wusstest du auch, wie das Wetter ist. Guck mal, wie die Kleine hier guckt, ehrlich. Ja, bei uns war Wetter noch kein Event. Nein. Bei uns ist Wetter einfach so passiert. Vielen Dank, Chris. Ich danke dir, so bist du es im Partnerseite, da hatten wir uns einfach nicht mehr gerne. Also das musst jetzt gerade du sagen, gell? Wegen wem habe ich vor zwei Nächten nicht können schlafen, die ganze Nacht nicht können schlafen. Du bist schuld. Ich? Ja. Wieso ich? Ich bin die ganze Nacht gar nicht zu Hause. Weißt du, du musst eigentlich gar nicht so tun, weil wenn man es genau nimmt, bist du früher ein bisschen netter gewesen. Nein, also du bist charmant, du bist viel charmanter gewesen. Nein, nehmen wir mal heute Morgen, wo ich es jetzt wirklich gebraucht hätte, oder? Ich stehe auf die Waage. Ja gut, das musst du jetzt gerade nicht. 2 Kilo weniger, sage ich. Hey, ich glaube, ich habe schon wieder 2 Kilo abgenommen. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Das kannst du jetzt ruhig auch mal sagen. Ich meine, sonst erzählst du auch jeden Seite da oben. Kannst du ruhig sagen, was du gesagt hast? Ich erzähle, glaube ich, nicht, bist ja noch nicht geschminkt. Lieber 100.000 Rinder als auch nur 2 Kinder. Das habe ich verstanden! Hast du verstanden? Ja, das war ja Hochdeutsch, mein Gott! Hallo! Also, wenn auch vielleicht hier heute Abend von Ihrer Seite her vielleicht so ein gewisses Interesse. Also wenn vielleicht der eine, also die eine, oder das können Sie auch nochmal in Ruhe überlegen. Das muss ja auch passen. Nicht mit Gewalt, keine Gewalt. Kann ich gut verstehen, wenn Sie da vielleicht doch lieber erst noch mal eine Nacht drüber schlafen wollen. Das ist völlig okay für mich. Aber auch nicht zu lange warten. Wer zuerst kommt. Denn ich gucke mich schon runter, das kann ich Ihnen aber sagen. Zum Beispiel. Zum Beispiel eine Sachbearbeiterin bei uns in Itzehoe in der Stadtverwaltung, die Frau Uschakow. Das wäre so eine. Da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die wäre aber noch frei, soweit ich weiß im Moment. Also glaube ich, habe es jetzt noch gar nicht direkt daraufhin angesprochen, aber die guckt auf alle Fälle so. Die guckt so, das sieht man noch. Oder irgendwie sieht man das dann mit Menschen noch anders. Die Ledige gucken einfach irgendwie anders. Die gucken immer eher so ein bisschen wie ich. Und sonst hätte sie ja auch ein Foto auf ihrem Schreibtisch stehen, wenn sie verheiratet wäre. Dann hätte sie ja gar nicht ein Foto aufgestellt. Verheiratete haben ja immer ein Foto auf dem Schreibtisch stehen vom Ehepaar. Wozu sind die sonst verheiratet? Hab ich hier ja auch schon. Das stelle ich überall als erstes auf, wo ich auch hinkomme. Gut, bei mir da ist jetzt noch nichts drin. Nein, aber es gibt echt nur diese zwei Gründe. Männer haben ja auch hier bei
ausgemacht, da war der Typ voll irritiert, ne? Sagt er zu mir so, Christiane, du brauchst das Licht nicht ausmachen, du bist schön, du brauchst dich doch nicht schämen. Hab ich gesagt, ja, ich weiß, ich mach das Licht ja jetzt auch nicht wegen mir aus. Ist einfach so, Männer sind anders, mein Sohn ist auch voll pragmatisch, ne? Mein Sohn zum Beispiel, eine Freundin von mir, war letztens zu Hause und sie weiß nicht, ob ihr Typ sie betrügt, ne? Und mein Sohn kommt rein und sagt, ihr seid so dumm. Ist voll einfach, ne? Du musst mit dem Typ vor das Haus von der Schlampe fahren und wenn sein Handy in WLAN geht, dann weißt du Bescheid. Das ist in Deutschland, das ist krass. Mein Sohn hat so eine ganz andere Umgehensweise. Zum Beispiel, wir wohnen in 75 Quadratmeter. Wenn der was von mir will, dann schreibt der mir eine SMS oder ruft mich an. Lass mal wann einlaufen, wann gibt Essen. Letztens bin ich ins Zimmer gesagt, hör mal Freundchen, ne? Das geht so nicht weiter. Wenn du was von mir willst, dann per WhatsApp. Kennt ihr alle WhatsApp? Ja, ich bin total verrückt nach WhatsApp. Ich bin süchtig nach dem Zeug, ja? Das macht mein Hirn aber kaputt, ne? Weil ihr kennt doch sicher alle das, ne? Wir Frauen, wir sind WhatsApp hier, so, wir sind WhatsApp. Und dann steht da online. Und der Typ ist online und der schreibt, ne? Und wir denken, der schreibt. Und der schreibt immer weiter und du denkst, der hat mir was Wichtiges zu sagen. Der hat mir wirklich was Wichtiges zu sagen. Der schreibt ja so lange und dann kommt nach 5 Minuten, Hallo. Wir machen nicht plumpe Effekthascherei. Das lange, wenn das Schweizer Fernsehen macht, haben wir vielleicht gesehen, Samstag, Jass, sind sie es doof. Hey! Ich meine, es muss mir niemand angeben, irgendjemand geht ins Puff, wir gerne gehen jassen, oder? Das ist kann, ich, kann ich mir jetzt schon vorstellen. Zuerst machst du auch einen Schieber. Dann mit Zahlen gibt es die Differenz. Und dann heisst es Ciao, Sepp. Frauen hier oben blamieren. Also, apropos Krone von der Schöpfung, meine, bei der Schöpfung hat Gott ja zuerst uns Mannen erschaffen. Hey, Mannen! Aber dafür, gell, ist mir nachher etwas Gescheites in den Sinn gekommen. Hä? Genau! Er ist einfach die Show. Er ist Las Vegas. Er ist Sexfreund. Ja, ich könnte auch. Er ist der George Clooney von der deutschen Comedy-Szene. Also Männer, hebt euch Frauen. Ja, Frauen, hebt euch Männer. Wie auch immer. Wie jetzt kommt, Esther, willst du nicht riesen? Einsatz! So Computerkram hatten wir nicht. Guck mal, Festplatte. Festplatte kannten wir nicht. Festplatte war für uns damals, wenn Mutter einen Teller Schnitzel mit Pommes brachte. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt es noch dicker. Pfefferminztee. Hieß damals auch Pfefferminztee. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns alles neue Teenamen. Alle neue Namen. So Muntermacher. Wach auf. Im Garten der Sinne. Wellness. Hör mal, hör mir auf mit Wellness. Geh mir weg mit, guck mal, Wellness. Wellness war für uns damals, wenn Mutter uns die Rinde vom Brot weggeschnitten hat. Da guckst du, das war Wellness! Jetzt pass auf. Jetzt hab ich mir überlegt, wenn Pfefferminztee, ja, jetzt Harmonie für Körper und Seele hat, wie nennen die dann Abführtee? Alles muss raus? Licht am Ende des Tunnels? Letztens wollte einer einen Platz für Neues! Ich habe schon mehrfach erwähnt, die jetzt
Tage nach Berlin in meine Heimatstadt. Ah, okay. Gut. Herzlichen Glückwunsch dazu. Flug, Hotel, alles inklusive für zwei Personen im Wert von 1000 Franken. Glückwunsch.